Herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video bei uns auf unserem Kanal. Diesmal seht ihr es, haben wir einen wunderschönen AMG GTC im Hintergrund stehen, einen Roadster, allerdings mit ausgebautem Verdeck. Und da gibt es ein bisschen was dran zu tun an diesem Verdeck. Der Kunde ist bei uns aufgeschlagen mit diversen Problemchen. Und dazu wird euch der Matthias, der hier gerade schon so schön steht beim Florian, ein bisschen mehr erzählen. Ja, hallo zusammen. Was machen wir hier? Der Markus hat schon erzählt, Thema ist diesmal nichts mit dem Motor, wobei so ganz ausgeschlossen ist ja doch nicht. Auch da hängen Motoren dran. Aber wir haben hier ein Verdeckthema gehabt tatsächlich. Das heißt, das Auto kam zu uns, weil der Kunde beanstandet hat, wenn er das Verdeck zumacht, macht das Geräusche, zerlegt da drin irgendwelche Klappen. Hier auf dieser Seite sieht man sie gerade schön. Ja, das sind die Seitenflaps für die Seitenabdeckung, gibt es jeweils links und rechts. Und wir haben das geprüft und haben festgestellt, okay, da ist dieser Seitenantrieb defekt. Ich kann euch auch kurz zeigen, wo ist es genau defekt. Hier sieht man richtig schön rein. Ich muss das Mikrofon noch mal ein bisschen beinehmen bei mir. Da sieht man sehr schön, danke Flori, das Teller und das Kegelrad von diesem Antrieb. Da hat es da mal irgendwas blockiert. Warum auch immer, wissen wir nicht ganz genau. Ist auch jetzt eigentlich auch gar nicht erstmal relevant, weil wir kriegen diesen kompletten Dreiecksantrieb nur zusammen als eins Ersatzteil. Und selbstverständlich ist auch ein Motor drauf. Da sind wir beim Thema Motor. Nein, haben wir getauscht. Dazu muss aber die Verdeckkassette komplett ausgebaut werden aus dem Fahrzeug. Ihr seht es im Hintergrund. Ist aber eigentlich gar nicht so eine wilde Arbeit. Bisschen Schrauberei, bisschen ziehen und drücken. Und in dem Zuge, als es das hier zerstört hat, hat es dann auch seitlich noch so ein paar Führungsseile mitgenommen. Das heißt, die sind aus ihrer Verriegelung, ja, sagen wir, rausgezogen worden, ne, Florian? Und eigentlich, der Kunde war vorher bei Mercedes, heißt es in dem Fall dann tatsächlich, das Verdeck, so wie ihr es hier seht, als Kassette einmal komplett erneuern. Das ist ein Schaden von ca. 20.000 Euro. Da das auch keine Gewährleistung und Garantie und Gebrauchtwagengarantie und sonstiges übernehmen wollte, aus welchen Gründen auch immer, kam dann der Kunde wieder zu uns und hat dann gesagt, könnt ihr mir nicht helfen und ihr repariert doch so gerne. Und dann haben wir gesagt, okay, das machen wir, haben das Teil bestellt, haben die zwei neuen Klappen dort bestellt. Das ist jetzt gerade alles in der Mache. Der Antrieb ist schon getauscht worden. Das hat der Florian letzte Woche noch gemacht. Und dann hat der Florian, weil der kleine und schmale Finger hat, sich auch mit dem Thema Seile beschäftigt. Ihr seht sie hier drinnen, Florian, wenn du mit der Leuchte mal reinleuchtest. Ja, seht ihr so diverse Führungsseile, die dann die Seitenverkleidung mitziehen, wenn das Verdeck öffnet und schließt, damit das halt auch alles innen drin schön aussieht. Und diese Seile haben wir, oder der Florian, wieder rausgefädelt, hat sie sich angeschaut und haben festgestellt, okay, die sind eigentlich nur an diesen Verschraubungsösen rausgezogen. Dann haben wir die Verschraubung, oder Flori, die Verschraubungsöse rausgezogen. Und was hast du dann gemacht, Flori? Ja, oh, dankeschön. Ja, gerne. Ja, dann habe ich die ganzen Ösen halt einmal ausgeschraubt, habe die ein bisschen aufgeweitet, habe die Seile dann dort wieder eingefädelt, neu verpresst und zur Sicherheit auch nochmal verklebt, dass die dann wirklich halten. Natürlich auf der anderen Seite geschaut, dass die auch ordentlich liegen, nicht, dass wir, wenn wir das Verdeck aufmachen, sie wieder rausfliegen, weil im eingebauten Zustand das Seil einzufädeln ist dann auch nicht gerade witzig. Das ist eh schon eine Riesenfummelei und deswegen machen wir jetzt auch im ausgebauten Zustand einmal das Verdeck auf und wieder zu und gucken, dass auch wirklich alles funktioniert. Und dann kommt das jetzt gleich wieder rein. Okay. Super. Ja, dann danke dir. Wird, denke ich, noch eine ganz spannende Geschichte. Der Markus wird euch wieder mitnehmen mit diversen Bildern. Vielleicht macht er auch noch ein kleines Video, wie wir uns wieder schwer tun, das Verdeck hier einzubauen. Ist jetzt nicht so eine alltägliche Arbeit tatsächlich. Und ihr seht es am Fahrzeug hier, wenn wir kurz hier hingehen. Wir haben schon so diverse Kantenschutzsachen hier angebracht, dass einfach auch an dem Fahrzeug selber in den kritischen Bereichen, das ist nämlich gerade links und rechts an den Kanten, auch nicht irgendwelche Spuren zurückbleiben. Das ist dann immer ganz ärgerlich bei so einem Auto. Und um, wie gesagt, um das jetzt alles wieder sauber hinzukriegen, bereiten wir alles vor. Markus macht ein paar schöne Bilder und bis dahin sage ich Tschüss. We'll be right back.
Ja, da steht er wieder, frisch, sauber und gewienert, der GTC mit intaktem Verdeck. Der Florian und der Matthias schauen nochmal final drüber, kümmern sich noch um ein paar Kleinigkeiten, die uns noch aufgefallen sind. Wir wollen ja auch ein vernünftiges Auto an den Kunden übergeben. Ja, Matthias, bist du soweit zufrieden? Ja, soweit bin ich zufrieden. Verdeckfunktion ist einwandfrei gegeben, das heißt links und rechts die Dreiecksantriebe funktionieren wieder einwandfrei. Verdeck sitzt auch gut in der Karosserie drinne. Dichtheitsprüfung hat er auch bestanden. Genau, alles soweit dicht. Wir haben jetzt noch so zwei, drei kleine Ecken mit dem Wassersack. Das ist hier die umlaufende Dichtung, die das ganze Verdeck im Prinzip von dem Regenwasser isoliert. Da sind wir jetzt gerade noch dabei, so ein, zwei Ecken noch auszubügeln. Aber das kriegen wir auch in den Griff und dann geht das Auto jetzt so gleich an den Kunden. Ja. Und wie ihr seht, wie euch vielleicht jetzt schon aufgefallen ist, am Anfang des Videos haben wir uns noch ein Mikrofon durch die Gegend gereicht. Wir haben eure Feedbacks natürlich auch gerne gehört und hatten das selber schon im Sinn, daher haben wir schon nachgeschärft. Also wir haben jetzt hier drahtlose Mikrofone, alles etwas professionalisiert, soll ja auch schön werden. Ich lasse die zwei jetzt hier nochmal in Ruhe arbeiten, alles zum Abschluss bringen. Wir verabschieden uns an der Stelle, bedanken uns wieder fürs Einschalten. Ich hoffe und wir hoffen, dass euch dieses Thema auch mal zur Abwechslung interessiert hat und auch gefallen hat. Und wenn das so ist, dann hinterlasst gerne ein Abo. Drückt auf Gefällt mir, lasst einen Daumen nach oben da und aktiviert die kleine Glocke, damit ihr auch in Zukunft keine weiteren Themen verpasst. In dem Sinne, vielen Dank nochmal und bis bald. Ciao.